mein Gott. Die sind wirklich sowas von riesig. Schuppige Porling. Ich bin heute im Park unterwegs und heute mit dem MDR und wir haben gerade so einen geilen Fund gemacht. Schaut euch hier dieses Gerät einfach mal an. Das ist ein schuppiger Porling, schuppiger Stielporling. Und wenn er jung ist, dann kann man den sogar essen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal hier den Stamm, wo der dran gewachsen ist. Denn da wachsen auch noch mehr Fruchtkörper. Es ist ganz wichtig, dass man nur die Arten nimmt, die man ganz sicher bestimmen kann und zu 100% andere Arten ausschließen kann, damit man keine Vergiftung bekommt.